Konbanwa, Aminasan, es ist mal wieder soweit. Unboxing Time! Und diesmal haben wir die Loot-Anime von Juni. Fast zwei Wochen zu spät, aber sie ist angekommen und wie ihr seht, fast unversehrt. Also, Respekt daran, schon mal ein Loot-Anime, danke dafür. Denn, ja, ist jetzt nicht alltäglich. Ich find's geil, ich freue mich sehr. Und ihr hoffentlich auch. Was gibt's zu sagen? Natürlich, wie angekündigt, ein neues Gewinnspiel für euch. Und diesmal etwas ganz Besonderes. Und zwar wird's diesmal ziemlich crazy. Und zwar, ja, sind da zwei Boxen in einem, die ich an euch verlose für lau. Jo, bevor wir dazu kommen und was ihr dafür tun müsst, schauen wir uns die Box an von Juni. Ich bin schon verdammt gespannt. Ist relativ klein und handlich, aber ist lieber klein und nicht wackelig. Also ist relativ gut verpackt und das Ganze macht es noch interessanter. Und ich sehe hier eine sehr große Box und natürlich ein T-Shirt, wo ich glaube, dass wieder Evangelion ist, was ich hammergeil finde. Und das Thema der Box diesmal ist Action. Und mit was fangen wir jetzt mal an? Okay, ich sehe nochmal eine Klamotte. Okay. Mit was fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen mit dem T-Shirt an. Das ist ganz oben und das ist anscheinend ach nö, nicht Evangelion, mein Fehler. Diesmal ist es von Battle Angel Alita. Ein sehr geiles Motiv. Ja, es ist wieder lila. Lila ist leider Gottes nicht meine Farbe, aber Battle Angel Alita ist sehr, sehr geil. Und daher, das Motiv von Battle Angel Alita finde ich schon sehr nice. Also relativ simpel gehalten, aber ja, kann man machen, würde ich sagen. Also die Qualität von den Shirts kann ich eigentlich nur wiederholen, ist extrem geil. Also ich trage die Shirts wirklich sehr, sehr gerne. Selbst im Sommer sind die sehr, sehr angenehm. Ich trage heute was aus meiner Bestellung von meinem Nachbar Totoro. Habt ihr in dem vorigen T-Shirt-Unboxing gesehen? Hoffe ich doch. Und wir kommen zu dem Loot-Pin, würde ich sagen, als nächstes. Der ist diesmal von Land of the Lustrous. Schaut sehr nice aus, muss ich sagen. Sehr edel. Da bin ich schon sehr auf den... Mal sehen, ob man das hier ein bisschen fixieren kann. Wäre sehr schön. Nee. Komm, Kamera, sei lieb. Ja. Ah, jetzt haben wir sie halbwegs im Fokus. Zwei... Drei junge... Vier junge Damen auf dem Bild. Bin sehr gespannt, weil man kann diese Pins... einlösen zu Novels zum Runterladen, also Mangas zum Online-Lesen. Finde ich eine geniale Idee. Das Extra-Item macht die Box um einiges wertvoller. Man muss sich natürlich auf einem Portal anmelden und den Code davon eingeben. Der ist natürlich hier nicht drauf, ist von dem Ganzen gestaltet von Bookwalker. Einmal angemeldet, Gutschein eingeben, das Ganze in den Papierkorb reinhauen und dann kann man schon runterladen und lesen. Geile Idee, finde ich schon nice. Also man hat nicht nur einen fixen Manga drin, sondern auch einen zum Lesen. Bei dem nächsten bin ich sehr gespannt, was das ist. Das ist ein Bamboo Fiber Cup. Also kein normaler... Ist ein Loot Crate Exclusive. Das ist das, was ich immer extrem feiere, muss ich sagen. Die Charaktere drauf gefallen mir extrem gut. Von Unitize in Zodiac War. Das sind die Charaktere davon, muss ich sagen, dadurch, dass ich ein großer Mech- und Soldier-Fan bin, muss ich sagen, reizt mich das sehr. Und wenn es dazu ein Game gibt oder irgendwas, ich glaube, dann muss ich euch damit demnächst hier auf dem Let's Play-Kanal segieren. Da bin ich mir schon sehr sicher, die Charaktere sehen hammergeil aus. Also, damit habt ihr mich auf jeden Fall gefangen und werde ich demnächst euch Infos zu geben, soweit mir möglich, wenn ich rausfinde, was damit auf sich hat. Und jetzt würde ich sagen, packen wir das gute Teil mal aus. Fiber ist doch Elastik. Ah, so ein Teil wollte ich mir schon immer mal kaufen, deswegen kommt mir das ganz recht, muss ich sagen. Ein Kaffeepot von Zodiac, von dem Unitasen Zodiac, ist ja mit diesem Griff drum und diesen
Elastikschutz hier, damit man sich nicht die Gorschen verbrennt. Sehr geile Idee. Und ich mache das jetzt mal hier ab, weil sonst sieht man ja das Bild nicht. Hier hat man die ganzen Charaktere nochmal von. Mal sehen, ob man das halbwegs scharf hinbekommt. Also schaut schon sehr needy aus, muss ich sagen. Also damit habt ihr auf jeden Fall einen Eyecatcher für mich gefunden. Die Charaktere sehen teilweise total strange aus. Und das ist genau das, was mir eigentlich anspricht. Umso stranger eine Story ist, umso schneller fesselt es mich eigentlich. Ich würde sagen, das Teil hat es geschafft. Jo. Kommen wir zum nächsten. Oh, es sind sogar noch mehr Items als gewöhnlich. Ich bin ja buff. Wow. Wir sind bei 2 Items und wir haben hier noch 3 weitere. Wow. Also eins, gut, kann man immer gebrauchen, sagen wir uns ganz ehrlich. Es muss nicht oft drin sein, aber wir haben hier Naruto Shippuden Ninja Academy Socken. Ja, why not, würde ich sagen. Deswegen muss man auch seine Sockengröße angeben bei der Registrierung. Also, cool. Ninja Academy Socken von Naruto Shippuden, wohlgemerkt. Lässige Idee. Sind auch relativ simpel aufgebaut, also nicht übertrieben irgendwie in irgendeiner Form. Coole Sache. Kommen wir natürlich zum Anime. Plötzlich Anime, zum Manga natürlich. Der ist diesmal von Goblin Slayer. Der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gehört. Das Format finde ich interessant. Das habe ich in der Form noch nicht gesehen. Ist leider oben schon wieder eingeknickt, aber ja. Die guten Herren werden es, glaube ich, nie lernen. Ich zeige euch mal zumindest die Art Pictures hier von den letzten Seiten. Schaut schon sehr, sehr geil gezeichnet aus, muss ich sagen. Und dieses Barbild wirkt für sich selber. Und hier die Charaktere in dem Manga selbst drin. Und ja, kommen wir einfach mal zu dem Hintergrund. He does not let anyone roll the dice. Also wahrscheinlich eine Form von RPG-gemixtem Manga. A young priestess joins her first adventuring party, but blind to the dangers. They almost immediately find themselves in trouble. It's Goblin Slayer who comes to their rescue. A man who has dedicated his life to the extermination of all goblins by any means necessary. A dangerous, dirty and thankless job, but he does it better than anyone. And when rumors of his feats begin to circulate, there's no telling who might come calling next. Also, der gute Mann, den wir da sehen, ist einer, der Goblins umbringt. Und das halt auf Wunsch. Und ich sehe gerade, das ist kein Manga. Okay, jetzt bin ich zweifel, warum das so ein Format ist. Das ist tatsächlich. Und ihr werdet staunen. Großteils Text. Okay, jetzt bin ich wirklich extrem überrascht. Kumo Kaguya, Illustration by Noboru Kanatoki. Goblin Slayer. Ein reines Buch tatsächlich. Mit feinsten Zeichnungen. Nicht wenigen, nicht vielen, aber das ist tatsächlich ein Buch. Mit Art. Also, wow. Also, ich glaube, das kommt zuallererst auf meinen Stapel. BZW, ich habe ja demnächst einen Kurzurlaub geplant, in einem Monat circa. Jo. Geil. Ich bin gerade echt baff. Kommen wir nun zum letzten Item. Und da habe ich überhaupt keine Ahnung, was das ist. Schaut sehr interessant aus. Was soll das sein? Das ist Stoff, Textil, irgendwas? Das ist eine Flagge? Das scheint eine Flagge zu sein. Ich bin mir...
Oder? Na, das ist ein, ich glaube, das ist ein Tischtuch. Na, ist keine Flagge. Bitte schlag mich nicht, weil ich erkenne es gerade überhaupt nicht, was es sein soll. Es weht sogar Wind durch den Lüfter. Also per se eine Flagge im Wind. Interessantes Motiv auf jeden Fall. Und ein Tischtuch, ja. Mein Tisch ist relativ leer, deswegen hätte ich jetzt ein cooles Tischtuch, wenn es denn einen siehst. Wir haben jetzt gleich ein Notebook rausfinden. Was man mal hinlegen kann, wenn man Besuch hat. Einen Kaffee trinken, Tee trinken, was auch immer. Geile Sache. Also wir haben tatsächlich diesmal 1, 2, 3, 4, 5 Items. Loot Anime alleine dafür. Daumen hoch. Geile Items, muss ich sagen. Qualität wie immer tipptopp. Und wir kommen natürlich zu allerletzt zum Lootbook AK Poster. Das hat das einzige immer, dass das Poster halt so geknickt ist. Man könnte vielleicht als Vorschlag an die Loot Animes sagen, tut sie eine Rolle. Damit muss es nicht so geknickt sein. Ich finde es echt schade, wenn es so geknickt ist. Und wir haben diesmal noch, wie gesagt, das ist der Anime, an den ich wirklich sehr gespannt bin. Uni Tyson Zodiac War. Blinkert durch das helle Licht draußen noch etwas. Sorry dafür schon mal. Vielleicht kriege ich es für euch ein bisschen zentraler. Das Ganze ist sehr interessantes Format hier. Also man sieht quasi diverse Charaktere hier. Hell und dunkel weiß ich noch nicht mal. Ich schätze mal, die sind irgendwie gegeneinander aufgestellt. Böse und gut. Erkenne ich ehrlich gesagt nicht drauf. Weil sie haben alle irgendwie was Geheimes an sich. Ja. Wie gesagt, Juni Tyson Zodiac War. Ich muss sagen, ich bin extrem gespannt. Jo, und kommen wir nun zum Lootbook quasi. Exclusive Land of the Lustrous Pin. Help Force and protect your fellow champs from the Lunarians with this pin featuring the manga cover art from Land of the Lustrous Volume 1. Bin ich gespannt. Und wie gesagt, das Battle Angel Alita Shirt. Part Speed Skating, Part Combat, Motorball ist the most popular action-packed spot in the post-apocalyptic universe. Suit up for the next big game and upcoming Alita movie. What? Ein neues Alita-Movie, also ein neuer Alita-Film oder Anime ist quasi bald am Start. Freue ich mich sehr drauf. Und ich sehe gerade, ich bin Tischtuch. Oh, natürlich ist es ein Bandana. Dadurch, dass ich Bandanas nie trage oder fast nie wirklich selber zusammengelegt habe, ich habe ein Kopftuch bekommen. Sorry dafür. Also, geile Idee. Ich habe Banana, muss mir jetzt erstmal anschauen, wie man sowas überhaupt trägt oder zusammenfaltet. Also ein Kopfbandding halt. Wisst ihr, was ich meine? Jo, join the Claymores in the fight against the evil shape-shifting Yomas in this Bandana inspired by Claire's uniform bearing the three-pronged symbol of the Claymores. Jo, Claymore. Übrigens, wenn ihr mehr Infos zu den Items habt, die hier drin sind, bitte gerne unten in die Kommentare. Ich würde mich sehr drüber freuen, um halt mehr zu erfahren. Dann natürlich die Socken von der Ninja Academy. Und ja, wir können in Narutos Fußstapfen treten. Geile Idee. Make it zum Thema Bamboo Cup, also diesem Kaffeebehälter. Make a toast to the 12 ruthless warriors of Juni Tyson Zodiac War as they embark on a merciless battle royale, each representing an animal from the Chinese Zodiac. Okay, also zu den ganzen, die sind quasi die chinesischen Sternzeichen. Natürlich auch nochmal eine sehr interessante Idee. Yo, und Goblin Slayer Nidal uncover the exciting tale of a young priestess on her first adventuring party as she saved from his certain death by a goblin-hating adventurer known as Goblin Slayer. Als Buch. Also, ich muss sagen, ich bin diesmal tatsächlich
extrem überrascht und positiv überrascht, wohl bemerkt. Gerne mehr davon. Also, muss ich wirklich sagen, positiv überrascht. Ja, wenn ihr jetzt wieder das Buch ordentlich zusammenfassen könnt, wäre das super. Gut, ich tue es erstmal wieder in die Box hier rein, damit das nicht wegkommt, die Bandana. Und ich würde sagen, wir kommen langsam mal zum Gewinnspiel. Wie ihr vielleicht wisst und vielleicht schon gesehen habt, habe ich exklusiv für die Loot-Anime ein kleines Spiel angespielt. Das ist das Let's Play vom letzten Spiel Konosuba in the Light. Und meine Frage wäre, wir haben hier einen vierten Charakter bekommen. Oder was jetzt dritte? Jetzt muss ich kurz selbst überlegen. Wir haben einen Charakter bekommen, der nur über eine einzige Spezialfähigkeit verfügt. Und diese auch nur nach diversen Schritten im Fight quasi auslösen kann. Für mich ist die Frage, was passiert, also wie heißt diese besondere Fähigkeit von diesem Ingame-Charakter von Konosuba in the Life? Und was passiert mit dem Charakter von unserer Party, wenn sie diesen Skill ausführt? Ja, das ist meine Frage. Mein Tipp, schaut schon ab Part 2 rein, weil ich habe jetzt 3 Parts gemacht bisher, wird vielleicht noch der eine oder andere dazukommen, denn der zweite Part, sehr wohl in Englisch, ist meines Erachtens der lustigste. Ich musste extrem viel lachen, habe viel Spaß an dem Spiel, ich hätte es echt nicht erwartet, weil es ist so Standardgrafik, also das ist typische On-Top-Game und ich habe mir eigentlich nicht viel davon erwartet, aber es ist extrem lustig gemacht. Das Spiel nimmt sich überhaupt nicht ernst. Meines Erachtens ist es völlig random mit den Gegnern. Deswegen kriege ich ordentlich auf die Pappen in der dritten Episode. Also wer sich mal wirklich ablachen will, busy English Skill ist vorausgesetzt, aber wirklich nicht viel. Jo. Ich wünsche allen viel Erfolg. Wie gesagt, diesmal ist es eine besonders große Kiste von Loot Anime, die an euch gehen könnte. Und damit danke fürs Zuschauen. Ich freue mich über jedes Like von euch und jede Info zu den Items und wünsche euch viel Glück. Servus, euer Lord Kalf.